Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei OctaTV. Ich bin's, der Jojo, und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge unseres Let's Plays Mount & Blade Bannerlord im Ironman-Modus mit Obo vom Königreich Katar und mir, dem Jojo, der ihn spielt. Mal sehen, was das Schicksal so mit sich bringt. Auf jeden Fall war es in der letzten Folge eine Schlacht, die wir geschlagen haben, aber auch ein großes Problem, denn wir haben fast kein Geld mehr. Und wir lösen jetzt mal die Armee kurz auf. Armee auflösen. Ja. Und wir müssen uns gut überlegen, was wir tun wollen, denn ab diesem Punkt ist es einfach so, ihr seht, ich mache so mit minus 14k, Leute, was los? Also, hier können wir jetzt erstmal unseren Akadan und den Ajun auch hier reinholen. Genau, wir gucken mal ganz kurz in unseren Clan nochmal. Aber wir haben eine volle Anzahl an Trupps. Die Sache ist, genau, das ist klar, steht unter unserer Herrschaft, passt alles. Die Sache ist, wir haben kaum noch Geld und wir sollten uns gut überlegen, wie wir. Oh, wobei, warte mal. Wenn ich die Fuzis jetzt schon in meinem Dings hab, dann habe ich ja da ausgeschlossen. Natürlich, der Falke ist mein Karawanentyp, dem kriegen wir gleich eine Karawane, aber kommt schon, warum eigentlich nicht? Und den Helm. Ja, why not? Gut. Weil dann können wir nämlich die Dinger verkaufen, das verkaufen, dann auch hier verkaufen und dann noch. Schau mal, was mit dir? Hast du was auf den Schultern? Was? Das ist besser. Du das noch? Was ist eigentlich mit dir? Auch wenn du nur eine Karawane führst, will ich, dass du ein bisschen besser ausgerüstet bist. Vielleicht das, ist es sogar besser. Genau. Dann bist du einigermaßen mal gerüstet. Waffen können wir dir auch mal noch welche geben. Ha? Schwert. Speer. Pferd. Könntest du auch ein gescheites Pferd haben. Ich habe einen Haufen Palmatianer. Noch so ein Schuppenrohrsharnisch. Das sieht doch mal anders aus, ne? Dann haben wir etwas anderes. Batanianisch, Herosanisch, Steppenhanisch, so. Ganz easy. Casual. So, 19k. Gut, ich glaube den Rest. Das so, Saumpferd alt, kriegst auch ein Askarabpferd. Du auch. Dann der Vaterlose und du kriegst auch noch ein Askarabpferd. Ja, Palmatiane. Gut, und dann hat die Stadt noch 28k. Damit lässt sich was anfangen. Wenn da zu wenig Geld ist, mir völlig Wurst. Wir haben knapp 300 Truppen, wir haben volle Truppen. Was ist die Idee? Ja, wir haben Frieden geschlossen mit Sturgia, das weiß ich. Jetzt soll ich eigentlich Krieg mit euch in Betracht ziehen. Ihr habt nämlich, by the way, auch Krieg. Deswegen ist es Zeit, Krieg zu erklären. Okay, weil ich keine Lust mehr nehme, ich habe Tribut zu bezahlen. So sieht's aus. Und wir, ja, bewegen uns einfach mal nach Seonon. Wir auch ein bisschen rasten.
Weil früher oder später, bin ich mir sicher, werden die ja jetzt hier auch einmarschieren. Da ist schon einer, der Bock hat. Oh, guck mal da, einer vom Klaren Blut, der uns hilft. Ja. Da kommt schon eine Armee. Aber euch kriegen wir vorher. Und ihr zieht eh vorbei da unten, also. So, euch helfen wir. Und diese Schlacht spielen wir. Under my orders! Okay. Woodman, form a shield wall! Die sind ja wohl wild. Die bewegen sich auf jeden Fall nicht auf uns zu. Woodman, move! Troops, loose formation! Woodman, move! Troops, forward! Ja, wir gehen schon mal am Shield Wall hier hoch. Sergeants in charge! So follow me! Wir könnten mir folgen. Der Bogenschützen. Soldiers move! In forward! Hier machen wir mal Linie. Infantry! Move! Raise your shields! Gut. Archers! Forward! Die hätte ich fast vergessen. Kein Hit. Ein Hit, aber wer weiß, was die machen, ob die schon angreifen. Soldiers! Wir hacken uns da durch. So, ihr charged. Hier mal auf Angriff. Gut, das war's dann wohl für die. Ich hab das Banner wieder aufgehoben. Horseman! Archer! True charge! Ja, ihr macht das schon. So. Sieg gegen das westliche Imperium, ihr seid mein Gefangener. So, weiter geht's. Die ziehen nämlich. Da können wir nämlich Armee erstellen. Der ist in der Nähe. Vestos. Was ist der jetzt? Eutester. Party. Vestos. Da die Frage. Ihr könnt ja alle mal kommen.
können ja mal warten, bis ihr hier rankommt. Dann haben wir hier gleich ein Belagerungslager. Der gute Gavi, kommt der auch eigentlich? Gavi und... Da sind wir wirklich auch nicht so weit weg. Wir haben 1000 Mann theoretisch. Das ist auch nicht so verkehrt. Da warten wir noch kurz, bis die... hier am Start sind. Und jetzt gehen die an den Start. Ne, gehen die schon an den Start? Ne. Jetzt geht die an den Start. 400. 300. Zeige einmal noch. 50. Ukraine-Robbe belagert. Aber ja. Wir greifen das Belagerungslager an, entsenden Truppen. Wir haben mehr Gefangene. Ja, das ist mir wurscht jetzt mit den Gefangenen hier. Kein Lösegeld und da belagert einer ganz fleißig Granirok. Forgive me what makes. Der gute alte Ab hier. So. Hier haben wir auch. Dann können wir eigentlich die Armee wieder auflösen. So. Dann wäre eigentlich die Idee schon wieder nach Xeonon zu gehen und mal Zeug zu verkaufen. Forgive me what may seem. So, ergebt euch oder kämpft. Der nächste Putz hier, der da rumläuft, gefangen. Sehr gut. Truppen, ja, aber ich will die Truppen eigentlich nicht. Sorry for that. Truppen rekrutieren, die nehme ich. Gut. Auf nach Xeonon. Ja, jetzt geht's halt eigentlich relativ gut zu verteidigen, seitdem so viele, wie wir jetzt halt hier haben, am Start sind. An Armeen. Genau, wir gucken jetzt bei 200k, aber hier gibt es mal wieder 50k, das ist ja schon mal ein Anfang. 40. Okay, Alter, krass. Da geht was. Wir könnten auch diese ganzen Palmetianer da verkaufen, aber die sind zu günstig da. Nee, wir machen das nochmal so und dann mag dann irgendeiner, wenn man das doch besser als er so anhat. Genau, und dann können wir verkaufen. Ist der besser? Nee. Kettenfäustlinge herrschaftlich. Ja, ein bisschen lächerlich aus, aber egal. Ist besser, soll er haben.
unsere Sachen hier sind dann schon da genug runter an. So. Weiterziehen nach Maronat. Weiter verkaufen. Dort verwalten. Handeln. Ganz cool, da oben zu sehen war, dass Fatih plündert. Und ja. Finde ich prinzipiell auch mal ganz gut. So, hier. Können wir das alles, ja. Und dann sind wir schon hier auch fertig. Da ist ein Kampf am Start. Dann natürlich die Frage. Können wir das Gitter gleich mal wegmachen? Ich darf vielleicht mal ein paar Gefangene reinpacken. Machen das ist eigentlich ganz sicher, glaube ich. Ja. Stadtverwaltung, die Befestigung können wir schon nochmal ausbauen. Ja, dann gehen wir mal zum Verlies. Holen da alle raus. Packen da mal da rein, was wir da drin haben. Und hier gehen wir zum Tavernenbezirk und verkaufen unsere Gefangenen für 38k. Selber sollten wir eigentlich einen C&A auch mal machen. Oh, Karius am Meer. Der will nach Maronat. Darius ist der Anführer dieser Bande. Da muss ich jetzt fast meine Armee ausrufen. Ja, ja. Fragwürdig. Wobei ich mit der Miliz der Garnison eigentlich da auch zuschauen kann, wie die sich den Kopf einrennen. Eutus von Clan Blut, den holen wir jetzt mal dazu. Jetzt nehmen wir mal 8 Stunden, 6 Stunden. Eutus von Clan Blut, Vestos von Clan Blut, die ganzen Blutfuzis, mit denen kämpfe ich doch ganz gern. Fatis Truppe angegriffen. Wir sollten mal überlegen, ob wir diesen Krieg eher defensiv führen und genau hier jetzt einfach noch mal ist auch wieder 20k können wir auch mal wieder nehmen, aber hier vor allem zum Verlies Gefangene, hier gibt es keine, okay. Na gut. Ja, dem Vati können wir nicht wirklich helfen. Vati wurde gefangen genommen. Und die belagern Maronat. So habe ich mir das fast gedacht. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir noch kurz darauf warten, bis sie Maronat belagert haben. Oder anfangen anzugreifen. Waffenkarawane, wieder diese Versorgungslinien. Ich könnte mir jetzt überlegen, ob ich meine Fuzis wieder hier zurückrufe. Sora war ja auch irgendwo hier noch. Ah, die ist jetzt bei mir drin. Genau, mit 900 sind wir da auf jeden Fall mit der Miliz noch. Könnten wir das eigentlich machen? Jetzt gehen wir noch dahin. Checken wir das mal aus. Weil die Burg Uteleim wird ja auch schon angegriffen. Schwierig.
Schwierig. Burg Utelein wird angegriffen. Und zwar auch vom westlichen Imperium. Maronat hält bestimmt noch ein paar Tage aus. Naja. Wir werden sehen. Spannend geht es weiter. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann hittet doch Like und abonniert den Kanal. Und dann wisst ihr auf jeden Fall, wie es weitergeht. Und ich freue mich drauf, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer nur das Beste. Haut rein und seht ihr euer Jojo hier von OktaTV.